Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Elektrischer Schutz ist unser Thema. Heute sprechen wir über die Kennzeichnung von Kabeln. Also man muss schon wissen, wenn man nicht irgendwo hingreifen will, wo ist gefährlich, wo ist nicht gefährlich, und wir werden sehen, puh, ist gar nicht so einfach. Ja, es ist gar nicht so einfach, es gibt nämlich verschiedene Regeln und so weiter. Aber ich habe da ein paar Kabel mitgebracht. Schauen wir uns das einmal an, wie das ausschaut. Hier zum Beispiel ein typisches Kabel, Starkstromkabel, ja, 400 Volt Drehstromkabel. Das ist vor Anschlussleitung von einem Herd, also von so einer Kochplatte. So sind diese Kabel, die da drinnen sind. Typisch übrigens, gell, dass diese eine Leitung, also diese grün-gelbe hier, länger ist wie die anderen. Ja. Warum ist das? Das ist jetzt die sogenannte Schutzleiter oder Erdleiter. Das ist der einzige, der immer so ausschaut. Ja? Grün-Gelb ist überall, egal ob in der Elektroinstallation, ob irgendwo in einem Schaltschrank oder sonst irgendwas. Grün-Gelb ist in allen Anwendungen die sogenannte Schutzerde. Dieser Erdleiter, oder vielleicht ist es ein PEN-Leiter, diese Leiter führt immer das Erdpotenzial. Also der ist an und für sich der ungefährlichste. Ja? Und gleichzeitig, werden wir noch sehen, schützt er unser Gerät und wichtig auch für den Personenschutz. Und deswegen sollte er als letzter ausreißen und deswegen ist der meistens ein bisschen länger ausgeführt. Wenn Zug aufs Kabel rauskommt und die anderen Leitungen reißt alle raus, dann reißt der als letztes ab. Das ist der Grund her, warum der länger ist. Was haben wir dann noch? Dann haben wir einen blauen, ja, der blaue hier, das ist an und für sich, der kennzeichnet in vielen, vielen Anwendungen, kennzeichnet der den Neutralleiter, Elektroinstallationen und so weiter. Es kommt ein bisschen darauf an, welche Norm wir zugrunde legen, ja, aber das ist an und für sich der sogenannte Neutralleiter. Ja, haben wir gehört, bei Drehstrom, Neutralleiter. Eigentlich sollten diese zwei hier sollten das gleiche Potenzial, nämlich 0 haben. Da würde ich aber nicht drauf greifen, weil wir haben gehört, es gibt die Möglichkeit, dass sich ein Neutralleiter verschiebt, bei einem Neutralleiterriss und so weiter. Greifen wir nicht drauf. Okay? Und auf die hier greifen wir schon gar nicht drauf. Irgendwas anderes sind die Außenleiter. Ja, das sind Außenleiter, also da sind die 400, zwischen hier und hier sind 230 Volt und zwischen diesen beiden zum Beispiel sind 400 Volt. Ja, also das sind die drei Außenphasen. In diesem Kabel sind sie gekennzeichnet mit schwarz, grau und braun. Manchmal hat man drei schwarze drin, manchmal hat man zwei schwarze und einen grauen drin oder zwei schwarze und einen braunen. Dann ist der braune L1 üblicherweise und die zwei schwarzen sind nachher die anderen. Wir sehen schon, es ist nicht eindeutig. Ja? Aber zumindest, blau ist relativ sicher der Neutralleiter, der gelb-grüne ist auf alle Fälle der Erdleiter. Wenn den wer für was anderes benutzt, ja? Das ist ja fahrlässig. Fahrlässig ist sehr gefährlich, fahrlässig, und das, ich meine, da gehst du ins Heben. Da geht man ins Gefängnis, glaube ich, wenn man rauskommt, dass das so passiert ist. Übrigens, In Österreich dürfen wir ohnehin nichts angreifen. Elektroinstallation, das muss ein konzessionierter Elektrotechniker machen. Ein Elektroinstallationsunternehmen, das dafür eine notwendige Konzession besitzt. Als Privatperson darfst du nicht einmal eine Lampe anschließen. So. Da drinnen haben wir noch was. Sehen wir das? Das ist so, das hat mit dem eigentlichen Kabel nichts zu tun. Das ist einfach nur, dass mechanisch stabiler wird, dass es ziehen kann auch durch irgendwelche Leitungen. Das ist halt irgend so ein Polyamid oder irgendein Kunststoffgewebe, das halt besonders zugfest ist. Ein Seil. Ja. So schaut der Kabel also innen aus. Ja. Und das bedeuten die Farben. Ja. Manchmal hat man, das ist ein Energieversorgungskabel, ja, wie gesagt, ein Starkstromkabel. Manchmal hat man auch was anderes, wie zum Beispiel da habe ich da ein Signalkabel, ja, mit dem
wird üblicherweise in der Automatisierungstechnik, weiß nicht, irgendwelche Aktoren, Sensoren und so weiter verkabelt. Das hier ist ein ungeschirmtes Kabel, da sind 4 Leitungen drin. Wir sehen, es gibt keine Schutzerde drin und alle sind schwarz. Es gibt auch wieder diese Seele da drinnen, das zugfest ist. Ja, das ist das Weiße in diesem Fall. Wie unterscheide ich das hier jetzt? Nun, diese Kabel haben hier Nummern drauf. Schauen wir mal da her. Ja, da steht ein 1er. Ja, also das ist die Ader Nummer 1. Das ist die Ader Nummer 2 haben wir hier. Schauen wir, da ist 2. Ja, 2, dann wo irgendwo müssen wir 3er haben. Was ist das da? Der 4er. Da ist der 3er. Sehr schön. 3. Ja, und da ist der 4er. Also diese Adern sind hier beschriftet. Und zwar in regelmäßigen Abständen, relativ häufig sogar, weil das ist, wenn ich irgendwo anschneide, muss ich es ja sehen. Ja? Und somit finde ich Ader 1 und Ader 1 auf der linken und rechten Seite des Kabels zusammen. So schaut das aus. Okay? In Schaltschränken zum Beispiel. Ja? In Schaltschränken kann es ganz anders ausschauen. Ja? Da können ganz andere Kabeln, da können ganz andere Farben verwendet werden. Dort haben die Farben auch oft einen funktionalen Hintergrund. Das bedeutet, blaues Kabel ist zum Beispiel dort vielleicht Minus, ein rotes Kabel ist plus 24 Volt, orangene Kabel sind irgendwelche externen Kabel, weiße Kabel können, weiß nicht, Analogsignale transportieren oder so. Also es heißt eigentlich nicht viel. In der Elektroinstallation kann es sein, ja, dass man sagt, ja okay, es ist halt zum Beispiel ein lila Kabel ist ein geschaltener Draht und ein schwarzer Kabel ist halt eine Phase und auch hier gibt es nicht draufgreifen einfach. Okay? Es ist eigentlich je nach Norm und Anwendungszweck kann man über die Kabelfarbe nicht wirklich etwas sagen. Ja, wie gesagt, es gibt nur, ich schreibe das jetzt nur auf, was wir da gesehen haben, mit diesem Kabel hier an und für sich, ja, Energieversorgung, weil es relativ häufig passiert, ja. Also, dass die Außenleiter, da nehme ich gleich einmal, da, Außenleiter, also es geht da also um L1, L2 und L3, ja. Die sind entweder, also die können alle Farben haben prinzipiell, ja, außer gelb-grün. Üblich ist halt so wie hier schwarz. Dann grau kann es sein. Braun kann es sein. Und ein brauner Stift natürlich. Das mache ich gleich genau. Braun. Das sind übliche Farben. Wie gesagt, geschalten, manchmal auch lila. Ja. Im Prinzip können es alle Farben sein. Ja. Außer gelb-grün. Wie gesagt, gelb-grün ist wichtig. Ja. Dann gibt es die Neutralleiter. Das ist der N. Und der ist üblicherweise blau. Üblicherweise kann eigentlich auch alle Farben sein, aber ich sage halt, in modernen Elektroinstallationen macht man blau. Jetzt ist halt, manche machen himmelblau, manchmal blau, das ist manchmal ein bisschen, ja, alles was bläulich ist, ist normalerweise der Neutralleiter. Okay? Dann gibt es den Schutzleiter. Das ist der PE, der Protective Earth, ja, und der ist gelb-grün. Ja. Jetzt, wenn ich das gelb hinschreibe, kann man das überhaupt lesen? Schauen wir mal.
Gelb. Hier steht gelb. Entschuldigung. Und grün. So, gelb-grün. Ja. Gelb. Maja. Stellen wir uns vor, wir können lesen, dass hier gelb steht. Schutzleiter. Und dann gibt es noch einen PIN-Leiter. Ja. Früher war das Kassen Null-Leiter. Es war kein unfähiger Chef. Das ist der PIN. Und der ist ebenfalls gelb-grün. Und jetzt machen wir es gleich so. Genau das Gleiche. Was diese Begrifflichkeiten bedeuten, ja, was ist jetzt ein Schutzleiter, was ist ein PN-Leiter und so weiter, das werden wir hören beim Personenschutz. Okay, also hier noch etwas Geduld. Das ist üblich. Das ist die übliche Sache. Also nirgendwo drauf greifen, wo gelb-grün ist. Das ist vielleicht das Wichtigste, die wichtigste Message dieses Videos. Gelb-grün kann man normalerweise berühren, wenn man gelb-grün für etwas anderes verwendet, wie Schutzerde. Ja. Sehr gefährlich. Und ja, überall anders nicht drauf greifen. Gut. Denke, für die Leitungen haben wir ja besprochen, ja, und wie dick eine Leitung sein muss und so weiter, dass das den Strom aushält, ja, da wird es separate Videos dazu geben, Leitungsauslegung, dass das Ganze sicher ist. Je mehr Strom rein, desto dicker muss die Leitung werden. Ne? Also über diese Leitung hier kann ich mehr Strom drüber führen, wie über diese Leitung. Klar, hoffentlich. Ja, was macht man jetzt, wenn so viel Strom rennt? Was macht man jetzt, wenn, weiß ich nicht, die Stromtragfähigkeit von seiner Leitung überschritten wird? Ausschalten. Ja. Und welche Elemente ausschalten können in dem Fall und das automatisch auch noch erkennen, wenn man es jetzt hochtrabend ausdrücken will, ja. Solche Sachen heißen Sicherung. Ja. Solche Sicherungen heißen Sicherung. Nächstes Mal sprechen wir über sowas. Ja, nächstes Mal sprechen wir über Schmelzsicherungen, wie die funktionieren, wie die aufgebaut sind, was gibt es da für Sachen. Nächsten Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.